Und ich bin Stefan Detmers aus St. Gallen. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit dem Thema chronische Erkrankungen und den sozialen Folgen, die daraus entstehen, aber auch soziale Bedingungen, die dazu führen, dass Menschen erkranken. Also in dem Zusammenhang können wir uns Modelle ansehen, das würde ich jetzt gar nicht so weit ausführen, aber wo ganz deutlich wird, es gibt eine Vielzahl von Einflussfaktoren auf Gesundheit. Und das spricht dafür, dass wir wegkommen müssen von einer reinen Medizinlogik hin zu einer interdisziplinären Logik, dass wir eine Idee bekommen, was nimmt denn überhaupt alles Einfluss und wie können wir das über die Angebote zum Beispiel, über Fachhochschulen, über Universitäten, über Bildungszugänge dann auch beantworten. Ein wichtiger Kontext für meine Erläuterungen jetzt ist das biopsychosoziale Verständnis von Krankheit und Gesundheit. Das heißt, klimatisch bedingte Folgen, gesundheitliche Folgen sind aus meiner Sicht eben auch verständlich über eine Idee von, was passiert denn da psychisch? Das hat der Manuel eben wunderbar eben dargestellt, aber auch die biologischen Dimensionen und das, was damit gebunden ist an Körperlichkeit und die sozialen Dimensionen, muss man zusammendenken. Also wenn das quasi als eine Verschränkung gesehen wird und nicht isoliert, dann kommen wir vielleicht der Sache ein bisschen näher, was eben auch soziale Dimensionen da für eine Rolle spielen. Also was wir sagen können, ist, die Transformation durch Klimawandel bedeutet erstmal Risiken für die autonome Lebensführung älterer Menschen. Das ist ja nun eindringlich über die Vorträge auch dargestellt worden, über Studien, die das belegen. Also biografische Risiken und Änderungen von Handlungsroutinen sind eben die Anforderungen für ältere Menschen. Sie müssen ihr Leben verändern, ihre Alltagsdimension neu ausrichten. Die Anpassung ist die zentrale Aufgabe in Zukunft für ältere Menschen, ihre liebgewonnenen Routinen zu verändern, anzupassen. Das bedeutet auch, die Mobilität ist eingeschränkter. Die Mobilität im Sinne von körperlicher Mobilität, sich irgendwo hinzubewegen unter schwierigen Bedingungen, ist eine große Herausforderung und ist schon eine Herausforderung aufgrund des Alters. Aber in Verbindung mit Klima und Hitze und so weiter, Klimawandel, ist das noch ein größeres Risiko. Das heißt, dann bleibt mir nichts anderes übrig in der Situation, als mich nicht mehr so zu mobilisieren und möglicherweise isoliert in meiner Wohnung zu bleiben. Der dritte Punkt, der da ganz entscheidend ist, ist, was wir wissen, ist, dass Klimawandel verstärkt soziale Ungleichheit und auch gesundheitliche Ungleichheit. Das heißt, die Möglichkeit, mit diesen neuen Lebensbedingungen umzugehen, ist für Menschen unterschiedlich. Und wenn sie da materiell, sozioökonomisch schlechter aufgestellt sind, haben sie eine schlechtere Möglichkeit, nicht die gleiche Chance, die Anpassung vorzunehmen, die notwendig ist. Also Wohnsituation oder Lebenswirklichkeit oder was kann ich sozusagen aufgrund dessen auch für mich tun. Klimawandel verursacht Flucht, das wissen wir. Das ist sozusagen etwas, was wir in vielen Gebieten der Welt auch sehen mittlerweile. Und Flucht bedeutet immer Verlust von sozialen Gemeinschaften, von gesellschaftlichen Dimensionen, von dem, was eine Einbettung, eine soziale Teilhabe bedeutet. Also die Flucht aufgrund von Klimawandel wird uns in Mitteleuropa noch erheblich beschäftigen, viel mehr, als wir uns das möglicherweise jetzt noch vorstellen können. Das ist ein großes Thema, was eben auch bedeutet, dass die Menschen, die dann betroffen sind, auch ältere Menschen, quasi ihre sozialen Gemeinschaften neu konstruieren müssen. Ich bin sozusagen ein wichtiger Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ist nochmal eine Abstraktion herzustellen. Worum geht's eigentlich? Was wollen wir eigentlich gemeinsam? Wir wollen das gute Leben. Spaß haben, Freude haben, gut alt werden. Dazu gibt es ja nun auch lange, lange, seit Jahrtausenden philosophische Betrachtungen. Also von Aristoteles bis Nussbaum sozusagen gibt es eine Riesenspanne von der Fragestellung, was ist ein gutes Leben? Und Nussbaum hat das wunderbar zusammengefügt, nochmal zu sagen, also die soziale Gerechtigkeit und die sozialen Dimensionen spielen eine ganz große Rolle. Also ich nehme mal nur vier Punkte raus, die hier für meine weiteren Erläuterungen wichtig sind. Also die Fähigkeit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ja, und nicht vorzeitig durch vermeidbare Gründe zu sterben, ist ein Faktor, der durch Klimawandel negativ beeinflusst wird. Die Fähigkeit, Bindung zu anderen Menschen aufzubauen,
ist erschwert, wenn ich mich sozial isoliere durch Klimawandel. Teil einer Gemeinschaft zu sein, soziale Beziehungen zu pflegen, ist erschwert, wenn ich sozusagen auch diese Zugänge nicht mehr finde. Und Spiel, also Spiel nicht im Sinne von Kartenspiel, aber auch, sondern spielerisch miteinander umzugehen, Freude zu erleben. Über vielfältige Tätigkeiten und so weiter ist eine wichtige Frage, die im Freien häufig passiert. Ich war im Urlaub in Frankreich, in Südfrankreich, und habe ältere Menschen gesehen, unter im Schatten, Mittagshitze, trotzdem im Schatten, auf dem Tisch ein Gläschen Rotwein, und die haben gebuhlt. Und dachte, ah, das sehen wir auch. Ja, so will ich es haben. Ja. Also wunderbar, auch eine Zigarette ist nicht so gesundheitsförderlich, weiß ich alles, aber die hatten zusammen Spaß. Die haben gebuhlt, die haben sich das gebaut, die haben sich Schattenplätze gesucht. Also wie kommen wir dazu, sowas zu entwickeln? Möglicherweise sollten wir auch mal in andere Länder gehen, in andere Kulturen, da wo auch Hitze schon seit Jahrtausenden eine große Rolle spielt, zu schauen, wie machen die das? Ja, wie läuft das in Mauretanien und so weiter? Also wie gehen ältere Menschen da miteinander um an der Stelle? Ganz wesentliche Frage. Also, das ist ganz zentral die Frage, wie kann ein heterogenes Netzwerk über eine Netzwerkperspektive daraus resultieren qualitative soziale Unterstützung und nachhaltig soziales Kapital. Also das heißt, wo ich mich verlässlich drauf, also Verlässlichkeit erfahre über viele Jahre mit Menschen, wo ich weiß, die unterstützen mich. Die sind da, auch wenn ich sie 3 Jahre nicht gesehen habe. Also wie baue ich soziales Kapital auf? Ich bin ein bisschen sorgenvoll, weil ich mir überlege, in 20 Jahren, 10 Jahren sind die Menschen möglicherweise nicht mehr so in Gemeinschaftsstrukturen, sondern isolierter, individualisierter. Die hören im Pflegeheim dann Techno oder Heavy Metal oder es passieren andere Dinge. Und Menschen haben möglicherweise diese Familiendimension nicht mehr so stark entwickelt wie früher. Das sind Aufgaben, mit denen wir uns gesellschaftlich, auseinandersetzen müssen. Das halte ich mal ein bisschen kürzer, die Ungleichheit. Aber was wir sagen können ist, was brauchen wir für eine gute Vernetzung? Und wir brauchen klimatisch risikoarme Orte. Das ist, glaube ich, auch ganz deutlich geworden in den vorherigen Vorträgen. Also es muss barrierefrei sein, es muss gut erreichbar sein, geschützt. Es muss eine Sicherheit geben. Menschen möchten sicher irgendwo hinkommen. Es muss möglicherweise neue risikoarme Zeiten geben. Menschen müssen möglicherweise im Alter sich umstellen auf andere Tageszeiten. Also es macht wenig Sinn, in der Mittagshitze einkaufen zu gehen, sondern vielleicht muss auch über Ladenschluss und solche Dinge mal nachgedacht werden, dass es andere Flexibilität gibt, auch in der Alltagsgestaltung. Die Education spielt eine große Rolle. Es ist ja eben auch benannt worden. Also die digitale Kommunikation zur Förderung von echter Begegnung. Dazu würde ich gleich noch mal eine kleine Studie oder eine größere Studie vorstellen, die wir in Norddeutschland durchgeführt haben, als Beispiel. Und die Vernetzung der Generationen scheint mir ein wichtiger Weg zu sein, in Zukunft älteren Menschen auch die Möglichkeit zu bieten, trotz Klimawandel sich sozial zu begegnen und auch Dinge zu tun, die notwendig sind. Das heißt, intergenerational zu denken, ist nochmal ein Punkt, der häufig unterbelichtet ist in der Betrachtung. Und die sozialen Gesundheitsfachberufe, die alltäglich mit den Folgen von Erkrankungen umgehen, also im Akutbereich, rehabilitativ und so weiter, sind aus meiner Sicht nicht genügend vorbereitet auf die Frage, wie funktioniert eigentlich Gesundheitsförderung? Wie funktioniert Prävention? Was ist meine Aufgabe, quasi in den unterschiedlichen Settings auch mitzuwirken, dass Menschen besser auf sich achten, mit den Risiken umgehen können? Das wäre die Präventionsstrategie, aber auch für sich Dinge entwickeln, dass sie wissen, ich habe eine Grundüberzeugung, ich gehe optimistisch trotz Klimawandels in die Welt und ich werde mich so aufstellen, dass ich das gut hinkriege. Also die Gesundheitsförderung spielt eine große Rolle. Hier sehen Sie eben nochmal das schöne Bild des Buhlens. Wir haben in der Studie in Kiel haben wir uns damit beschäftigt, wie vernetzen wir Menschen, da komme ich gleich zu. Am Ende haben sich viele neu justiert über Wochenmärkte. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber ein Wochenmarkt scheint ein Ort zu sein, wo Menschen sich wohlfühlen.
Wie kriegt man da sozusagen auch Zugänge in die Struktur und Kultur selber tun, Spaß haben, Musik machen, solche Dinge sind zentral, also kulturelle Dimension. Das ist das Projekt, das lief bis 2019 und wir haben sozusagen überlegt, wie kann der Umgang mit digitalen Medien dazu führen, dass Menschen sich in echt vernetzen. Weil viele alte, ältere Menschen sind digitale Outsider. Die sind nicht im System. Die verstehen gar nicht die Kommunikationsstrukturen, die sich rasant verändert haben. Das heißt, wie nehmen wir ältere Menschen, gerade ländlich, würde ich mal sagen, wo auch die Verbindungslinien für echte soziale Begegnungen nicht so leicht sind, mit, um sich real zu vernetzen? Das war die wesentliche Frage. Da gab es 115 Teilnehmerinnen. Wir haben sozusagen ein relativ hohes Durchschnittsalter gehabt. Und was haben wir gemacht? Wir haben erstmal Kurse entwickelt und auch edukative Programme. Also wir haben mit älteren Menschen gearbeitet, damit sie lernen, bestimmte Dinge zu bedienen, die für viele andere selbstverständlich sind. Das haben wir gemacht über mehrere Generationen. Also wir haben Unterstützer eingebunden aus dem Studium der sozialen Arbeit und der Informatik, weil dort der Zugang zwischen, sag mal, der Dimension Enkel und Großelterndimension, also diese Generation, die hat sehr gut funktioniert. Also wir haben Studierende eingebunden als Lehrende, um das Thema näher zu bringen. Wir können sehen, da haben wir sozusagen auch Fragebögen der WHO benutzt, validierte Fragebögen, wo wir sagen, das allgemeine Wohlbefinden, das soziale Wohlbefinden, was hier abgefragt wird, ist erstmal insgesamt gestiegen. Was wir sehen können, wir haben Netzwerkanalysen durchgeführt, also quantitative und qualitative Netzwerkanalysen, um zu prüfen, wie verändert sich denn das Netzwerk im Laufe der Zeit? Gibt es da neue Entwicklungen? Gibt es neue Menschen? Das kann man sehr gut darstellen, auch die Dichte der Netzwerke. Wie sind die miteinander? Wie gehen die miteinander um? Da können wir grundsätzlich feststellen, ja, überwiegend haben die Menschen ihre Netzwerke erweitert, digital. So. Dann gibt es einen Kontaktgewinn, den wir messen konnten und auch darstellen konnten. Also die Netzwerkerhebung hat dazu geführt, zu überlegen, wie ist denn der Zuwachs überhaupt zu bewerten. Und bei Frauen und Männern ist der Unterschied eben ein bisschen, ist das deutlich. Und andererseits ist der Zugang über Freunde, Bekannte eine wichtige Perspektive, aber als Katalysator erstmal professionelle Bezüge zu nehmen, anscheinend auch nicht unwichtig. So, was haben wir über die qualitativen Auswertungen herausbekommen? Selbstständig, Selbstbewusstsein ist gestiegen. Die Erhöhung sozialer Teilhabe wurde beschrieben. Das haben die Menschen selber benannt. Das Wohlbefinden ist eine wichtige Frage, die Erhöhung der Lebensqualität. Und sie schätzen selber ein, dass sie langfristig zur Gesundheitserhaltung beitragen können, wenn sie sich besser vernetzen. Das wissen also ältere Menschen, dass es notwendig ist, quasi auch digitale Kompetenzen zu erwerben. Aber der Charme, die Sorge, dem nicht zu genügen, also diese Angst davor, ich kann diese Transformation nicht mehr mitgehen, war eine große Hürde für viele Menschen. Also wir müssen didaktische Zugänge finden, damit wir ältere Menschen abholen und sagen, es ist kein Schamgefühl oder so, was notwendig ist, sondern wie kommen wir in diese Interaktion? Ups, ich bin zu schnell. Nee, jetzt bin ich ganz raus. Da, danke. Der Retter ist an der Seite. Was hat das jetzt mit... Also ich komme aus dem Kontext soziale Arbeit. Mir geht es jetzt darum, einerseits interdisziplinär zu argumentieren. Das tun wir. Also wir haben medizinische Dimensionen, wir haben psychologische Dimensionen, wir haben pflegerische Aspekte, wir haben naturwissenschaftliche Perspektiven, wir haben Architektur im Blick. Also es gibt viele Disziplinen und jede Disziplin muss natürlich kurz überlegen, was hat sich für einen normativen Zugang. Also was kann dabei unterstützen? Und das eine ist, es gibt eine internationale Definition, die Förderung des sozialen Wandels, sozusagen ist eine wesentliche Frage. Und der soziale Wandel entsteht durch Klimawandel. Das heißt, wir können uns dem nicht entziehen, dass sich Gesellschaften auch komplett verändern. Es gibt Veränderungen in der Sozialstruktur. Es gibt eine starke Zunahme von sozialer Ungleichheit.
Wir haben jetzt in vielen Ländern der Welt auch sozusagen Debatten, ob Demokratiefähigkeit noch vorhanden ist, dass es Schwenk gibt nach rechts, dass es totalitäre Wünsche gibt, Sicherheitsbedenken, Sicherheitswünsche von Menschen. Es ist, ändert sich was auch durch Flucht, durch Bewegung und so weiter. Das ist sozusagen etwas, was die soziale Arbeit im Blick hat, normativ. Und die Frage ist, wie kann man soziale Teilhabe, soziale Unterstützung fördern, konkret? Und ein Aspekt, ein Pfad, den ich Ihnen gezeigt habe, ist, wir müssen die Leute digital fit machen, damit wir in der Lage sind, dass die sich auch, die älteren Menschen, vernetzen können, um risikoarm und unterstützt an sicheren Orten beim Klimawandel, in der Hitze sich zu begegnen, trotzdem Freude und Spaß zu haben, das gute Leben auf den Weg zu kriegen. Das gute Leben ist quasi das, was uns rahmt. Deswegen machen wir das Ganze. Und ich bin voller Hoffnung, dass uns das gemeinsam gelingt. Also vielen Dank. Ostschweizer Fachhochschule, wo Wissen wirkt.